Viele alte Malereien deuten darauf hin, dass Menschen weltweit immer schon Jenseitserfahrungen hatten, wie sie auch heute erlebt und berichtet werden. Das Beispiel in diesem Video, das Gemälde mit dem Titel Aufstieg der Seligen. Die meisten Experten gehen davon aus, dass es circa zwischen 1505 und 1515 von Hieronymus Bosch erschaffen wurde, einem niederländischen Maler, der von 1450 bis 1516 lebte. Das Original befindet sich im Museum Galleria dell'Accademia in Venedig als Teil von 4 Bildtafeln mit dem übergeordneten Titel Visionen des Jenseits. Das Gemälde illustriert in vereinfachter Weise ein paar wenige, aber häufig vorkommende Elemente von Nahtoderfahrungen. Den Tunnel, der zum göttlichen Licht führt, wobei die Seelen, die soeben ihre irdische Hülle hinter sich gelassen haben, von liebevollen geistigen Wesen begleitet werden. Menschen, die das erlebten, sagen darüber immer wieder, es sei ein unbeschreibliches Glück und eine absolute Heimkehr in den menschlichen Ursprung, wenn man sich diesem Licht nähert und damit eins wird. Daher ist es sehr zutreffend, wenn diese Seelen im Titel als Selige bezeichnet werden. Man will auf keinen Fall zurück in den irdischen Körper. Auf den anderen 3 Teilen werden abgebildet das Paradies auf Erden, der Abstieg der Verdammten in die Hölle und die Hölle. Bei nicht bearbeiteten Fotos ist in der Mitte eine Linie zu sehen, wahrscheinlich weil jede der 4 Bildtafeln aus 2 zusammengefügten Malflächen besteht. Nun kann man sich fragen, was war zuerst in der Geschichte der Menschheit? Diese Malereien und dann die Erfahrungen oder umgekehrt, die Erfahrungen und dann die Malereien. Jene Menschen, die die heutigen Nahtoderfahrungen nur als letzte Halluzinationen eines sterbenden Gehirns verstehen wollen, neigen zu der Behauptung, diese Erfahrungen gäbe es nur deshalb, weil zuerst diese Malereien und Erzählungen bzw. Narrative vorhanden waren oder anders gesagt, weil dies alles von Grund auf nur der Fantasie des Menschen entspringt. Das ist jedoch aus mindestens 5 Gründen nicht sehr wahrscheinlich. Erstens sind diese Malereien und Narrative in der heutigen Zeit nicht sehr bekannt, weil sie in den heutigen Kirchen und auch außerhalb der Kirchen kaum oder nur in geringem Ausmaß erscheinen. Zweitens werden bei heutigen Jenseitserfahrungen auch viele Details erlebt, die man bildnerisch gar nicht abbilden kann und von denen auch religiös geprägte Menschen zuvor von ihrer Religion her entweder überhaupt nichts wussten oder nur sehr unzureichende Beschreibungen kannten, die nicht ausreichen, damit die menschliche Fantasie so konkrete Erlebnisse erschaffen könnte. So ist zwar beispielsweise in christlichen Kirchen die Rede vom ewigen Licht oder vom Licht Gottes, aber dieses Licht wird dort kaum so detailliert beschrieben, wie es von den Erfahrenen beschrieben wird. Drittens existieren in den Kirchen aufgrund verschiedener Fehlerquellen bei der Interpretation der Schriften unterschiedliche Glaubensvorstellungen zu religiösen Teilaspekten, die in diversen Jenseitserfahrungen nicht vorkommen. Das heißt, wenn diese Erlebnisse nur religiöse Hirngespinste wären, dann müssten sie entsprechend der unterschiedlichen religiösen Glaubensüberzeugungen auch viel unterschiedlicher ausfallen, als es tatsächlich der Fall ist. Diese Jenseitserfahrungen können zwar persönliche Unterschiede aufweisen, aber sie enthalten immer gewisse wiederkehrende Elemente, wie etwa die spürbare Ablösung vom Körper, die Sicht von oben auf den eigenen leblosen Körper, die Lebensreflexion oder die Elemente im Gemälde von Bosch, der Tunnel, das göttliche Licht und dass die hinübergegangenen Seelen von liebevollen Geistwesen in das Licht hinein begleitet werden. Daher ist auch die Behauptung falsch, Menschen würden bei diesen Erfahrungen nur das erleben, was ihrem Kulturkreis entspricht. Es gibt zwar auch gewisse kulturspezifische Unterschiede, aber im Grunde haben diese Erlebnisse weltweit seit eh und je die gleichen Inhalte. Viertens berichten immer wieder auch jene Menschen über eigene Jenseitserfahrungen, die von Kindheit an naturalistisch bzw. atheistisch aufgewachsen sind und auch unbewusst nie in ihrem Leben religiöse Überzeugungen übernommen haben. Daher gilt auch hierbei, würden Menschen eher das erleben, was ihrer weltanschaulichen Prägung entspricht, dann dürften überzeugte Atheisten keine solchen Erfahrungen haben, was aber sehr wohl der Fall ist.
Und fünftens, wenn diese Erlebnisse nur Hirngespinste wären, so müssten wohl generell weitaus mehr Menschen solche Erfahrungen in klinischer Todesnähe haben oder sich daran erinnern, als es tatsächlich der Fall ist, vor allem jene, die zum Zeitpunkt der Erfahrung religiös geprägt waren. Laut verschiedenen Studien können sich aber nur etwa 15-25% der Menschen, die klinisch tot oder nahe dran waren, an solche Erlebnisse erinnern. Letztlich ist es viel wahrscheinlicher, dass die authentischen Malereien und Narrative deshalb existieren, weil ein Teil der Menschheit diese Dinge immer schon erlebte. Daher wurde darüber berichtet und versucht, die Inhalte dieser Erlebnisse bildnerisch darzustellen.